Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Anführungszeichen-Folge No Man's Sky mit einer kleinen Special-Folge heute am Sonntag. Denn es gibt dicke Neuigkeiten zu No Man's Sky. Es gab ein Update, was ich nicht gesehen hatte, zum Beispiel auf Steam. Da wurde Freitag schon das Update angekündigt und jetzt auf dem Samstag bzw. Sonntag kam das Update online zur Version 1.1 bzw. auf der PlayStation stand 1.11. Also da sind wir eben halt schon in der Version 1.11 und ihr seht schon die erste Neuigkeit hier. Wir können jetzt verschiedene Spielmodis anwählen. Das Problem wird allerdings sein, so wie ich das so sehe, wir müssten dafür einen neuen Spielstand anlegen. Wir sehen es hier, wir haben einmal die Spielmodis normal, ein entspanntes Erkundungserlebnis, Original-Gameplay auf gewöhnlichen Schwierigkeitsgrad, Standardtechnologie und Konstruktionskosten. Dann haben wir das... Den Spielmodus Überleben, ein kniffliges Überlebenserlebnis. Überlebe mit begrenzten Ressourcen, erhöhten Gefahren und stärkeren aggressiven Gegnern. Und last but not least, Kreativmodus. Erkunde und kreiere nach Belieben. Gehe deiner Kreativität, deinen Fähigkeiten als Konstrukteur nach. Mit unbegrenzter Gesundheit und Ressourcen ohne Konstruktionskosten. Zum Auswählen und Fortfahren X gedrückt halten. Bla bla bla, gedrückt halten und den Speicher dann verwerfen, um ein neues Spiel zu starten. Ich werde erstmal normal weiterspielen. Ja, ich werde erstmal normal weiterspielen, jetzt in dem Fall, damit wir den alten Spielmodus kriegen. Und dann gehe ich auch gleich weiter auf die Patch Notes ein, sofern ich das tun kann. Denn ich bin hier quasi so ein bisschen on the fly. Das heißt, ich hatte gerade erst einen Kommentar gelesen. Hey, das ist ein neues Update für No Man's Sky draußen. Guck's dir doch mal an und hast du da nähere Informationen drüber. Ich persönlich nur nicht, aber ich habe eben halt nachgeguckt und in verschiedenen Foren, beziehungsweise auch auf der offiziellen Webseite nomansky.com, meine ich, ist natürlich auch schon eine Webseite online mit den Patch Notes. Das Ganze heißt Foundation Update Version 1.1. Wie gesagt, ich blende das gleich ein und dann gehen wir das einmal komplett durch. Das ist also hier keine ganz normale Folge No Man's Sky, sondern einfach eine Patch Notes Update Folge. Und da ich ja sonst immer angeprangert habe, oh Mensch, ja, und man hört ja nichts und ob das Spiel tot ist. Das Spiel scheint nicht tot zu sein, es wird anscheinend weiterentwickelt und das finde ich schon mal sehr positiv. Hier sehen wir schon Update-Notizen in kurzer Zusammenfassung. Die Update-Notizen, das Fundament Update 1.10, wie gesagt, auf der PlayStation stand gerade eben 1.11, also 1.11. Das Fundament Update ermöglicht in No Man's Sky den Bau von Basen und vieles mehr. Es bietet ein Fundament für künftige Dinge im Spiel. Dazu gehören zum Beispiel baue Basen, baue Pflanzen an, stelle NPCs ein, baue Ressourcenverarbeitungsanlagen, Kreativmodus für Träumer, die uneingeschränkt erkunden und bauen wollen, kaufe Frachter, kaufe und lagere Güter zum Handeln, die von überall herkommen, verbesserte Weltraumkämpfe, größere Weltraumschlachten, neue Schiffstechnologien und Mechaniken, Überlebensmodus, eine intensive Herausforderung für Spieler, die gerne ums Überleben kämpfen. Frachterbasen, erweitere deinen Frachter mit eigener Crew, Hydrokulturlaboren und Frachträumen, verbesserte Grafik, zeitliches Anti-Aliasing, Bewegungsunschärfe, Texturen-Streaming, Verbesserung der Benutzeroberfläche, stapelbare Produkte, Schnellzugriffsmenü, Gameplay-Verbesserung, reichhaltige Ressourcenbäume, verbessertes Wegpunktesystem. Und dabei hat Hello Games sich sehr viel Arbeit gemacht in die Verbesserung in No Man's Sky investiert. Als Hinweis gibt es dazu, wir mussten das Universum neu generieren. Dadurch wurden deine Positionen im Spiel möglicherweise angepasst. Dein Gesamtfortschritt bleibt davon aber unbeeinflusst. So, das wollen wir uns nochmal angucken. Dazu klicke ich das nochmal eben weg. So. Guten Tag. So, das ist mein normales Schiff, das kennt ihr ja schon. Und da positionieren wir uns hier mal so ein bisschen. Ich habe da nämlich schon noch was vorbereitet. Schon, dass ich wieder so nach rechts wegdrifte, komischerweise. Nun ja, gut, wie gesagt, auf jeden Fall habe ich dann hier einmal die Website aufgerufen von nomansky.com. Und hier seht ihr jetzt auch nochmal das Foundation Update auf Version 1.1. Ist natürlich auf dem PC auch zu haben, habe ich gerade schon nachgeguckt. Da ich das Spiel aber auf dem PC nicht installiert habe, da ich ja auf der PS4 weitergespielt habe. Das ist ganz schön laut hier drin. Deswegen, warte mal, ich werde mal ins All fliegen. Dort können wir so ein bisschen rumschweben.
Ich hoffe, dass wir da nicht groß angegriffen werden. So. Ich hoffe, das ist dann so ein bisschen ruhiger. So. Da haben wir auf jeden Fall wieder das Fenster. Schauen wir mal rein. Also wie gesagt, Foundation Update heißt das Ganze. Und hier steht auch, dass es halt ein Update, was im wahrsten Sinne des Wortes das Fundament bringen soll. Oh, guck mal, hier oben sind ja oben rechts sind ja schon so etliche Schiffe hier oben. Gucken wir uns vielleicht gleich mal an. Ja, und dass dieses Foundation Update soll halt quasi das Fundament sein für kostenlose zukünftige Updates. Ist natürlich die Frage, was für Updates es sein werden. Wie ich ja schon gesagt habe, selbst wenn ein Update kommt, da muss man ja vielleicht so ein bisschen, ja, so ein bisschen gucken, was das nun wirklich mit sich bringt. Ich sehe gerade unten links, da wo Nordisch Dynamite steht, da ist ja dieser, der Text, der so ein bisschen verschwimmt. Bisschen ganz, ganz witzig. Na, auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir hier die extra Webseite. Dafür könnt ihr eben auf der No Man's Sky Webseite unter Foundation, seht ihr auch ganz dick und fett hier oben. Könnt ihr auch selber nachlesen. Das ist alles natürlich auf Englisch. Was war das jetzt gerade? Ja, neue Game Modes, das hatte ich euch ja gerade schon am Anfang der Folge gezeigt. Macht mich ein klein wenig nervös. Auf jeden Fall gibt es hier schon mal eine ganze Ecke neue Schiffe. So, hier gibt es dann wahrscheinlich... Achso, nee, das ist, wenn man stirbt. Das will ich aber nicht sehen. Das habe ich euch schon vorgestellt. Base Building. Und das haben wir hier. Also so kann man wohl, so wie ich das verstanden habe, kann man wohl keine eigene Basis als solches bauen, sondern ihr braucht wohl, wenn ich das hier richtig rauslese aus diesem Text, müsst ihr quasi auf eurem Planeten, den ihr da habt, eine Basis finden, eine verlassene Basis finden. Und die könnt ihr dann dementsprechend ausbauen, so wie ich das verstehe. Construct your own homestead, full bespoke outpost. Dann kann man wohl außerirdische Lebensformen rekrutieren, um die uns helfen sollen, eben beim Finden von Technologie, beziehungsweise beim Farming, beim Bauen, bei Waffen etc. Man kann wohl dann auch Teleporter bauen, steht hier. In Space Stations to teleport to and from your base at will. Ah, okay, das heißt, man baut sich halt eine Basis auf irgendeinem Planeten und kann sich dann zu seinem eigenen Frachter oder auf andere Planeten wohl rauf teleportieren. Finde ich sehr geil gemacht. Expand your base with storage containers. Ja, also man kann da also wesentlich mehr einlagern. Das finde ich schon sehr gut. Was heißt wesentlich mehr einlagern? Man kann überhaupt was einlagern. Was haben wir hier noch so? Find even more beautiful locations and you can simply dismantle your previous homestead to refund all to spend resources. Okay, man kann dann wohl die eigene Location dann auch wieder abbauen, wie es aussieht. Und hier sehen wir wohl eine ganze Menge von Sachen, die wir bauen können in unserer eigenen Basis. Das müssten wir uns da natürlich dann mal angucken. Farming! Ja, das war ja wieder klar, dass denn jetzt, wenn ich die Patch-Notes mache, müssen natürlich wieder Piraten kommen. Aber feindliche Schiffe im Anflug, weil die fliegen mal ein bisschen weg hier. Wahrscheinlich werden wir hier gerade angegriffen, beziehungsweise hier diese ganzen Frachter werden hier angegriffen, deswegen mache ich mich mal ein bisschen weg. Raumstation in der Nähe, na toll. Ich mache mich jetzt mal ein bisschen weg. Das nervt mich sonst ein bisschen. Und man hört auch nebenbei noch so eine Art Funksprüche. Finde ich auch sehr cool gemacht eigentlich. Feindliche Störer in der Nähe. Oh, ich fliege trotzdem mal ein Stück raus. Oh, schauen wir uns das mal von da hinten an. Dass wir vielleicht mal nur ein bisschen schweben hier. Ich versuche das mal ein bisschen abzubremsen. So. Ja, wir fliegen jetzt erstmal ein Stückchen rückwärts. Ja, also man kann dann wohl, wie es aussieht, dann auch selber in seiner Basis dann diverse Sachen anbauen, diverse Pflanzen anbauen. Hier steht es ja, man kann verschiedene Pflanzen wohl kultivieren. Man kann dann diese Pflanzen eben halt anbauen, dass sie halt auch wachsen. Steht hier auch alles.
High Farming Specialist, also man kann dann auch wirklich Leute engagieren, die dann dafür sorgen. Das geht mir so ein bisschen auf den Keks hier gerade. Ich muss mal kurz die Lautstärke ein bisschen runterdrehen. So. Man kann sich dann wohl auch Spezialisten dafür engagieren, die eben halt diese Pflanzen anbauen, beziehungsweise auch diese Pflanzen dann eben betreuen. So wie ich das jetzt gerade so sehe. So, Making Camp. Players can now build essential equipment in the field on planet. Place safe points anywhere in the world. To survival, autonomous harvesters. Achso, es gibt automatische Harvest. Ich wüsste nicht, wie das genau 1:1 übersetzen sollte. Aber auf jeden Fall kann man wohl automatisch farmen. So wie ich das hier gerade aussehe, wie ich das gerade so sehe, mit automatischem Abbau von Mineralien beispielsweise. Man kann Wegpunkte setzen. Kommunikationsterminals kann man. Kommunikationsterminals kann man setzen. To leave subspace messages for others to find. Man kann also tatsächlich dann nachher Nachrichten absetzen, die andere erreichen. Was heißt nun andere? Andere Spieler ist ja okay, in Ordnung. Aber ob das was bringt, ist ja die Frage, ob das einen Sinn macht. Da man ja offiziell ja noch keine anderen Spieler finden kann. Discover nearby mineral deposits. Inhabited Bases or Suit Upgrades with Use for Signal Scanner. Also man kann, es geht wohl hauptsächlich darum, dass man interagieren kann, hauptsächlich, dass man hier auch Nachrichten absetzen kann und so weiter und so fort. Finde ich persönlich schon gar nicht verkehrt, nur müssen natürlich dann auch externe, guck mal, das war's auch schon, nee, das war's noch nicht, Frachter. So, mal gucken, kann man hier noch ein bisschen, nee, kann ich noch nicht, schade. Dass man Nachrichten absetzen kann und so weiter. Das sind mehr so ein bisschen, geht das so ein bisschen mehr Richtung Multiplayer. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass diese Nachrichten dann wirklich von anderen Spielern empfangen werden können. Sicherlich empfangen, aber dass man da jetzt konstruktiv hinreisen kann, um jetzt jemand anders zu treffen, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Frachter gibt das nun auch. Man kann große Frachter kaufen, die natürlich auch dementsprechend Lagerfläche haben. Ressourcen können auch teleportiert werden zwischen Frachter und Planeten. Also auch ideal zum Traden, also zum Handeln. Man kann das Innenleben des Frachters auch anpassen, wie es hier steht. Also kann man dann auch hier wohl zusätzliche Lagerfläche aufbauen, zusätzliche Gerätschaften wahrscheinlich aufbauen. Create extended cargo holds, expand your capacity. Wenn sich das dann so ausspricht. Ich bin aber, was das angeht, im Englisch nicht so gerade fit. And grow corps in rare resources on board. Also kann man auch an Bord Pflanzen anbauen. Auch dort kann man eigentlich fast alles das machen, was du auch normal auf dem Planet auch machen kannst. Und wenn ich das richtig sehe, ist das hier dann auch ein Frachter. Also auch hier kann man dementsprechend starten, landen auf diesen Frachtern. Finde ich persönlich nicht schlecht. Transport your it's cargo different maximize your earnings, also möglichst Geld verdienen. Recruitment System für einen Ingenieur, für Farmer, Weapon Science Specialist, also auch für, auch hier kann man, hier muss ich gleich schon wieder umdrehen, auch hier kann man sich halt seine eigene Crew anscheinend zusammenstellen, wenn ich das richtig lese. Neue Ressourcen, Technologien. Discover bzw. neue Biome entdecken. Spezielle Ressourcen. Craft new advanced mining laser. Hazmat gauntlets. Use Symptom. Research and discover thousands of new products. Guck mal, hier haben wir komische normale Handschuhe. Das sieht schon sehr nett aus. Neue Produkte und natürlich neue Sachen zum Bauen von Basen, das ist auch klar. Neue Komponenten und Technologien. Sieht schon nett aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich gelesen hatte, man kann jetzt, ich muss mal gucken, ob das jetzt hier bereits geht. Man kann nämlich, wenn man scannt,
Da, guck mal. Das kann man nämlich jetzt wo sehen. Da kann man sehen, Aluminium, Iridium, Heridium. Also kann man jetzt bereits aus dem All heraus schon sehen, was für Ressourcen man auf diesem Planeten hat. Das ist so eine Sache, die ich ja auch schon mal angefragt hatte. Jetzt natürlich nicht bei den Entwicklern, aber wo ich schon mal gesagt habe, Mensch, es wäre doch mal geil, wenn du direkt aus dem All heraus sehen könntest, was für Ressourcen dieser Planet bietet. Weil wenn du jetzt zum Beispiel Gold brauchst, brauchst du auf diesem Planeten hier nicht zu landen. Weil du weißt, Aluminium gibt es hier, es gibt hier Iridium und Heridium brauchst du nicht. Na, also das finde ich schon mal äußerst geil. Ja, wie gesagt, neue Technologien gibt es. Da müssen wir natürlich gucken, wofür die Sachen da sind. User Interface gibt es jetzt neu. Das heißt, has been improved. The Stranded Survival Mode. Also okay, man hat das, glaube ich, wohl ein bisschen vereinfacht, ein bisschen verbessert. Das ist ein, es gibt ein Quick Access Menü. Da muss ich mal gucken, ob das Inventory Access, mal gucken, wo es das gibt. So, das kennt man ja schon. Muss ich wahrscheinlich dann mal ins Hauptmenü gucken. Muss ich tatsächlich mal da auch reinschauen, wo wir das finden. Reise, Steuerung, Sekundärfeuer, Schnellmenü. Ah, okay. Hyperantrieb aufladen. Galaxiekarte. Okay, das haben sie also darauf gelegt. Also wo ihr vorher halt in den Weltraum die Weltraumkarte, wo ihr vorher halt die Weltraumkarte euch angeguckt habt, das könnt ihr zwar immer noch, aber dann müsst ihr es halt nochmal separat auswählen. Auch interessant. Products can be stacked up to 5 times per inventory slot. Ah ja, okay. Das heißt, man kann jetzt, wie es da auch steht, pro Platz kann man halt das Inventar 5-mal stacken. Increased Starship, Base Container, Solid Capacity, New Arrow, Indicators have been added. Okay, das heißt, man kann wohl anhand dieser Pfeile, kann man jetzt genau sehen, wie schnell halt dieser Balken abnimmt. Finde ich auch nicht verkehrt, obwohl man das ja anhand des Balkens selber ja auch schon ordentlich sehen kann. Have been given specific symbols to allow easier... Okay, also kann man, gibt es denn jetzt hier verschiedene Technologiebäume, wenn ich das jetzt richtig, oder Ressourcenbäume? Ach nee, das wurde aufgesplittet. Ah, okay. Dann wurde es wahrscheinlich, das wurde aufgesplittet. Man sieht ja hier dieses Energiesymbol, das hatten wir ja vorher mal, das heißt, man wusste immer, da ist jetzt Plutonium oder sonst irgendwas und das ist jetzt aufgesplittet worden in Kohlenstoff, Tamium und Plutonium zum Beispiel und genauso was wie Iridium. Platin und, weiß ich jetzt gar nicht, was CH, müsste ich überlegen. Eisen, Zinn, Titanium, das wurde dann auch nochmal aufgesplittet. Finde ich auch nicht schlecht. View your current object, teleport items to suit. Press D-Pad or H-Pad for your keyboard. Da müsste man auch gucken, wie das nachher ist, dieses Teleporten zwischen dem normalen Sternschiff, wie es hier steht, und dem Anzug. Das müssen wir natürlich mal alles in der Praxis austesten. Dann wurde das After the UI has been improved to remove color tint other artifacts. Okay. Ach so, das kann man auch. Oh, das ist auch nicht schlecht. Before, after. Ja, gut. Sehe ich jetzt mal abgesehen vom Hintergrund keinen zu großen Unterschied. Finde ich aber nicht verkehrt. Ist in Ordnung. Early Warnings, Indicators have been added to Starship Cockpits to notify for bound Piraten. Ah, okay. Also man hat dann auch in seinem Frachter wohl eine frühzeitige Warnung vor Piraten. Das könnte dann auch wahrscheinlich hier im Cockpit eben der Fall sein, schätze ich mal. Da sieht man ja auf dem Kreis, also da wo jetzt mein Kreis ist, nur ein Stückchen darunter, links neben Nordisch. Da ist wohl der Indikator, wie hoch dann die Aktivität von Piraten ist, hier in dem Feld. Red Cockpit Warnings indicate more clearly when Pulse Drive is unavailable. Okay, auch da sind wohl Warnungssysteme eingebaut worden, sodass man rechtzeitiger gewarnt wird, wenn irgendwelche Systeme nicht funktionieren oder wie gesagt, wenn irgendwelche Piraterie hier in der Nähe ist. TA in Motion Blur. Kann man jetzt wohl anpassen, das hatte ich auch in den Patch Notes gesehen. Motion Blur, Before Motion Blur,
Ja, da sieht man das. Also das ist hier Ocean Motion Blur, hier ist Mid Motion Blur. Muss man sich mal angucken. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Motion Blur. Aber so beim Starten von Raumschiffen ist das vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Anti-Aliasing, after, before. Ja, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Anti-Aliasing ist ja dafür da, dass man eher so Kanten glättet. Hier sieht man das, hier hat man ja so diese, ist jetzt da, wo jetzt die Maus hier zum Beispiel ist. Da sieht man nur dieses Geriffel hier. Und das wäre natürlich dann weg. Es macht das Ganze natürlich aber auch, wow, alles Ganze auch wieder ein bisschen schwammiger hier. Aber, wow. Ja, toll. Aber finde ich jetzt so nicht so verkehrt. So, hier haben wir nochmal die ganzen Patch Notes. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ja, hier gibt es natürlich noch einige Sachen. Das möchte ich jetzt gar nicht alle so vorlesen. Es gibt dann diverse Fixes und Verbesserungen im Gameplay natürlich. In der. Achso, die haben hauptsächlich die asiatische Sprache so ein klein wenig gefixt. Da gab es wohl einige Fehler. User Interface haben sie einige Sachen gefixt. Sieht man hier auch immer. Added. New Icons haben sie mit hinzugefügt. Okay. Finde ich aber auch nicht verkehrt. Das ist auch so Kleinigkeiten, die machen auch immer recht viel Sinn. PS4, das ist das, was für mich natürlich am wichtigsten ist. Added Photo Mode. Das ist natürlich auch noch geil. Da muss ich auch gleich mal gucken, wie wir den aktivieren können, weil das ist immer für Thumbnails eigentlich immer ganz cool. Zoomen, feuern, nachladen, rennen, umsehen. Optionen. Umsehen. Fotomodus aus. Ah. So, ein und aus. Bei aktiviertem Fotomodus erhältst du keine Benachrichtigung oder Warnung vor Risiken, Gefahren oder Story-Ereignissen auf dem Bildschirm. Okay, das heißt, ich muss das also separat jedes Mal anwählen. Ah, guck mal. Ja, ich meine, das ist doch mal was, oder? Ich meine, ihr seht das jetzt, wenn jemand mal das Fenster mal kurz weg. Zack. Da sieht man dann wirklich keine Benachrichtigung auf dem Bildschirm. Das finde ich schon mal sehr gut. Das finde ich schon mal sehr geil. So, mal das Schiff ein bisschen steuern. Aber ich hätte mir gewünscht, dass man das vielleicht als eine Art Shortcut vielleicht mit einsetzen könnte. Das wäre klasse gewesen. Eine große Bandbreite an Verbesserungen und Optimierung für die Engine. Auch gerade was im Bereich Base Building ist wichtig. PC ist ja auch nicht ganz unwichtig. Support für 8 Mausbuttons. Okay, also ne, unterstützt jetzt insgesamt 8 Buttons der Maus, 8 Knöpfe der Maus. Fixed, fixed, fixed. Players now notified when shaders are being loaded. Okay. Fixed Performance, auch gut für AMD-Karten, auch sehr schön. Generell, es wurden dann halt spezielle Pflanzen wurden implementiert für die einzelnen Biome. Was haben wir da introduced? Aber oh, ich müsste das alles übersetzen. Ich müsste das alles wirklich mal in Ruhe übersetzen und dann mal nachschauen. Base Buildings, Creatures, Fixed Elevation, Fixed, Fixed, Fixed. Atmosphäre. Vibrant Blue Skies, also auch viel Optisches anscheinend. Terrain. Ja, wie gesagt, das müsst ihr euch, wenn ihr es wirklich aufs Detail genau wissen müsst, wollt, dann müsst ihr euch das mal selber durchlesen. Ich habe das jetzt on the fly jetzt einfach mal so kommentiert. Ich müsste das jetzt auch alles einfach mal übersetzen. Weil das ist echt schon eine ganze Menge, was sie hier eingebaut haben. Ich hätte mir gewünscht, dass sie solche Informationen, dass sie an so einem Update arbeiten, dass sie das so ein bisschen transparenter machen, dass sie sagen, so, wir arbeiten jetzt konkret an dem und dem und dem. Und auch in etwa, wann man mit dem Update zu rechnen hat, weil ich glaube, es ist, wenn da so eine Überraschungskiste kommt, finde ich das zwar nicht verkehrt, aber es ist natürlich auch immer so eine Sache. Es gibt nun sicherlich genug Leute, die das Spiel vielleicht schon wieder verkauft haben oder die es einfach deinstalliert haben und nicht mehr spielen wollen. Und dann sind natürlich auch dementsprechend die Spiele auch weg, beziehungsweise die Spielstände auch weg, unter Umständen, wenn man sie nicht gesaved hat. Würde ich dann ein bisschen blöde finden. Also man muss das ein bisschen transparenter finden, wie ich das so sehe. Fixed Pop and Lightning, also die haben da sehr viel geändert. Space, Fixed Scale, Added Frachter, ja gut, Frachter wurden natürlich eingebaut, das wissen wir.
will now clear asteroids in their path. Planets are now scannable from space. Ja, genau, das haben wir ja gerade schon gemacht. Man kann jetzt also alle Planeten scannen und weiß dann gleich, was für Ressourcen drin sind. Finde ich sehr cool. Das schaltet dann auch so dieses, das ist dieses Planetenhopping dann halt auch aus. Ne? Du kannst dann halt scannen und weißt, du brauchst jetzt nur noch Gold. Weißt, sag, alles klar, Planet hat kein Gold, fliegst zum nächsten Thema durch. Finde ich sehr gut. Das ist fast schon mit einer der besten, mit eines der besten Sachen, die man hier eigentlich finden kann und ändern kann. Ja, dann haben sie natürlich noch geändert die Kämpfe im All. Das haben sie natürlich verbessert. Fixed, improved, added damage chip effect on all AI Starships. Okay, da haben sie also auch die künstliche Intelligenz noch verbessert. Frachter, added hangar, to meet docking, added icon, coloring. Alter, so viel. Also man muss sagen, also für ein Update ist das schon wirklich geil. Für die Leute, die eine PS4 besitzen, das auf der PS4 spielen, das war in etwa ein Update von 2,7 GB. Also das ist auch nicht mal eben so ein kleines Update. Und dann gab das auch noch diverse Audio-Updates. Okay. Also ihr seht schon, es gibt hier eine ganze Reihe. Ihr müsst euch das mal in Ruhe durchlesen. Vielleicht mache ich mir ja auch nochmal die Arbeit, das Ganze wirklich 1:1 zu übersetzen. Momentan jetzt aber nicht, weil ich das eben gerade jetzt vor 10 Minuten habe ich jetzt gerade gelesen. Hey, jetzt kommt ein neues Update. Jetzt ist ein neues Update online, habe ich es mir mal eben runtergeladen. Habe mich dann mal ein bisschen eingelesen. Aber jetzt auch nicht wirklich so akribisch. Also da müsste ich nochmal in die Tiefe gehen. Ich glaube, dass das Hauptthema ist einfach, dass ihr Basen bauen könnt. Ihr könnt Frachter kaufen und ausbauen. Und es gibt verschiedene Spielmodi, wie gesagt. Und es gibt zahlreiche Verbesserungen. Man muss natürlich gucken, wie sich das Spiel jetzt spielt. Dass jetzt ein Update ist, wo man sagen kann, ja, das macht das Spiel jetzt wirklich Spiel wert, ob das Spiel weit nach oben pusht oder ob man nach einer Viertelstunde sagt, ja, gut, es war zwar ein nettes Update, aber ja, gut, ne, reicht jetzt wieder mal für 1-2 Tage No Man's Sky spielen und dann kann man es eigentlich schon wieder deinstallieren, so jetzt mal ganz krass gesagt. Na, das muss man sich natürlich mal angucken, wie das sich im laufenden Spiel halt so niederschlägt. Wir sind natürlich sowieso noch im Normal Mode, im normalen Modus. Das heißt, wir müssten eigentlich für den Creative Mode bzw. für den Survival Mode, das ist eigentlich noch so ein Modus, der mich interessieren würde. Dafür müsste ich dann wohl ein neues Spiel starten. Es sah mir nicht danach aus, dass man das Spiel umkonvertieren kann von normalen Modus auf den Survival Mode. Ist natürlich schade, weil für die Leute, wie ich schon gerade sagte, die jetzt vielleicht schon ein Spiel gestartet haben, die müssten jetzt quasi nochmal wieder von vorne anfangen. Das ist natürlich so ein kleiner Wermutstropfen, aber naja, gut, wenn es das Spiel letztendlich aufwertet und noch um einiges verbessert, dann soll es mir nur recht sein. Ja, dann würde ich so sagen, dann fliege ich hier noch ein bisschen rum. Wir sehen uns in der nächsten Folge ganz regulär am Montag wieder. Schon, und das ist das Schöne, gleich mit den neuen Updates. Und ich schalte mal eben kurz den Kameramodus bzw. den Fotomodus gleich mal wieder aus. Damit ich auch sehen kann, was da passiert. Jetzt ist auch der direkte Hinweis zum Scan L3 gedrückt halten. Und da finden wir im Riegelkopf von Iridium. Finde ich geil. Genauso muss das eigentlich sein, dass du hier gleich die Info kriegst, auf dem Planeten ist das und das zu haben. Finde ich sehr geil. Nun ja, das soll ein kleiner Ausblick gewesen sein auf das Update 1.11 auf der PlayStation und 1.1 auf dem PC. Ja, ich hoffe, hat euch das Video gefallen. Ich wollte euch mit dem Video eigentlich auch nur sagen, hey, es gibt ein neues Update, ladet euch das runter, spielt es vielleicht nochmal an, wenn ihr Lust habt. Es sei denn, No Man's Sky hat gänzlich bei euch verkackt, auf gut Deutsch gesagt. Ich wollte euch mit dieser Special-Folge eigentlich auch nur sagen, es gibt hier ein Update. Ganz grob gesagt, was es für Erneuerungen gibt. Ganz grob gesagt, neue Spielmodus, ihr könnt bauen, Frachter könnt ihr bauen und zigtausende neue Verbesserungen im Audio- und visuellen Bereich. Müsst ihr anspielen, wenn ihr wollt. Und ja, ich werde auf jeden Fall die nächsten Folgen noch machen. Wir müssen mal gucken. Das ist natürlich jetzt, ich wollte jetzt die kommende Woche jetzt eigentlich die letzten Folgen machen von No Man's Sky und dann mich dann verabschieden. Sieht wohl so aus, als wenn euch No Man's Sky auf meinem Kanal denn zumindest noch eine weite Woche oder zumindest noch ein paar Tage länger erhalten bleibt. Wir werden es sehen. Wir lassen uns da einfach mal treiben. Und dann passt das schon. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge No Man's Sky wieder. Macht's gut. Tschüss.